Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal die Pre-Quest für die Warfronts angucken. Und zwar jetzt mal auf Allianz-Seite. Ich werde später nochmal das gleiche mir auf Horden-Seite anschauen. Und so wie ihr seht, ist hier in Boralos einiges los. Die Allianz ist nämlich gelandet mit, also Schiffe habe ich zwar noch keine gesehen, aber ein Haufen Soldaten. Hier scheint es mehr Soldaten zu geben, also Allianzwachen wie in SW mittlerweile. Und zwar sind die nicht nur hier, sondern die hocken hinter jedem Eck, ja. Also ich bin hier vorher mal durchgelaufen und hier ist wirklich einiges los. Ich weiß nicht, die haben hier ein paar hundert Typen rumstehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Quests an. Die gibt es nämlich seit heute um, ich glaube, 8 oder 9 Uhr, so relativ früh. Ich bin jetzt auch relativ früh unterwegs hier. Und ich würde sagen, wir nehmen das an. Also es ist quasi hier, wo wir unser Schiff auch haben, ne? Hier hinten mit der 7. Legion und solchen Geschichten. Und wir nehmen hier die Quest an und jetzt müssen wir mit einer Dame sprechen, die uns zu der Burg bringt im Arati. Und zwar Stormguard ist das. Das dürfte der eine oder andere schon kennen. So. Arati Hochland und jetzt mal schauen, ob wir da fliegen können. Ich habe ja gehört, dass immer eine Fraktion die Warfront spielen kann, die andere Fraktion irgendwie da ein paar Quests machen kann, einen World Boss legen kann. Also sprich, dass es immer wöchentlich sich abwechselt, anscheinend. Wahrscheinlich rede ich jetzt auch Blödsinn, weil ich habe mich als auf der Beta und Alpha nicht sonderlich informiert. Ich möchte mir das nämlich alles auf dem Live-Server angucken. Das hatte ich ja gesagt, dass ich mir nicht so viel vorwegnehmen möchte. Okay, wir sind jetzt hier einmal. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier fliegen können. Ah, neues wieder fliegen. So, jetzt fliegen wir erstmal hoch. Es sieht halt schon geil aus, ne? Die haben das Gebiet schon HD abgegradet. Das, okay, ich muss sagen, das sieht halt nice aus, ja. Also ich weiß ja noch, wie es früher aussah. Ich habe ja seit Classic gespielt und da haben sie ja seit Classic eigentlich in dem Gebiet hier nichts geändert. Und das ist schon nice. Das ist schon richtig nice. Gut, der eine oder andere mag sich das alles in der Beta und Alpha schon angeguckt haben. Habe ich mir extra nicht angeguckt, weil ich mir, wie gesagt, das nicht krass spoilern lassen wollte und das jetzt auf dem Live-Server gucken möchte. So, aber so von der Dings, vom Aufbau ist es fast das Gleiche, nur dass du früher das hier noch abgetrennt hattest. Und hier war so eine Brücke rüber, das haben sie jetzt nicht mehr. Und das Grabmal von dem einen Typen ist nicht mehr da. Aber gut, sie mussten es umgestalten. So, jetzt müssen wir hier einmal eine Quest abgeben und irgendwo da drin ist das Ganze. Ernsthaft, musst du dich in den Quest-NPC... Warte mal, der ist... Nee, ach, der ist nicht da. Hier ist der Quest-NPC. So, wir müssen uns bei einem Typen melden. Das machen wir doch mal. Wegtreten, okay. Wir treten mal weg. Und ich muss mir die Wachen noch anschauen. Die sind auch nice. Die sind auch richtig nice. Und rot? Doch, das hat was. Das gefällt mir gut. So, wir quatschen hier hinten jetzt mit einem Typen. Mit dem Flugmeister. Das Licht segne euch. Der möchte mir was zeigen. Okay, jetzt, wir fliegen jetzt einfach mal mit. Man soll zwar eigentlich nicht mit Fremden mitfliegen, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wo will er uns denn hinbringen? Warte mal, hocken wir da hinten drauf? So. Okay. Ist es ein Zweisitzergreif, ne? Was haben wir denn jetzt hier für einen Buff? Die Zone ist zurzeit von der Allianz. Und der ist feindlich gesinnt, okay. Okay. Also sprich, dann haben wir jetzt die Zone und die Hordler haben die Warfront, oder? Sehe ich das jetzt richtig? Achso, vielleicht sollte ich mir einmal die Map angucken. Ah, hier ist auch der World Boss, den können wir halt auch angucken. Achso, jetzt müssen wir ein paar Sachen angucken. Also ich habe schon mal so ein paar Sachen gehört gehabt. Wie gesagt, gespielt habe ich es auf der Beta Alpha nicht, dass man anscheinend die Warfront instanziert. Das ist quasi ein PvE-Event, das heißt... Man kämpft nicht gegen andere Spieler und das Ziel ist es halt einfach, den gegnerischen General zu töten. Und dass man es halt irgendwie so machen soll, dass man anscheinend eine eigene Festung hat. Das wird wahrscheinlich die Festung der Allianz sein und hier die Hordenfestung. Und man die Festung quasi aufbauen kann mit Einheiten und man sich Ressourcen besorgen muss, also sprich Holz. Und bei der Horde, also Holz und ich glaube irgendein Metall muss man holen. Also es gibt eine Mine und anscheinend ein Sägewerk, die man holen muss. Und dann kann man sich langsam so Stützpunkte angreifen und muss dementsprechend... Achso, der hat uns das jetzt nur gezeigt, ich muss jetzt selber hinlaufen. Ach, warte mal, ich kann ja fliegen. Mein Gott, hier 3 Wochen BFA und schon, ne, denkt man, dass man nicht mehr fliegen kann. Und dass man im Endeffekt da diese Ressourcen holen muss, also sowohl das Holz als auch das Metall. Und dann seine Base aufzubauen, mehr Truppen herzustellen und dann richtig angreifen kann. Ich habe da ein paar Videos gesehen, wo die da mal Ausschnitte gezeigt haben. Sah sehr, sehr cool aus. So. Schönen Tag auch. Den ersten haben wir. Dann müssen wir zu dem nächsten noch rüber. Der ist da drüben. Und ich mache mir nachher auch eine Gruppe und schau mal mir den World Boss an und mal gucken mal, was wir da kriegen. Ich nehme jetzt mal an, dass hier jetzt nur ein paar Quests kommen werden. Und man dann, ja, wenn man die Zone hat, quasi queuen kann.
ist jetzt mal meine Schätzung an der Geschichte. So, was sind wir denn jetzt, Mann? Also, wir müssen zu dem anderen Typen. Ah, also das war das Sägewerk, wie ich schon meinte. Und das hier ist die Mine und der Typ scheint in der Mine drin zu sein. Jetzt bin ich am Überlegen, wahrscheinlich hat die Horde ihre eigene Mine und ihr eigene. Ich nehme mal an, das ist die Hordenmine und hier werden sie wahrscheinlich irgendwo auch so ein Sägewerk haben. Kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Gut, die Mine kennt man natürlich aus der Garnison schon, das ist natürlich recycelt hier, aber ja gut. Stört Brauchen mich wir etwas? jetzt Ach, nicht sonderlich. gerne. So, also jetzt haben wir einmal uns die Mine angeguckt und wir haben uns einmal das Sägewerk angeguckt und jetzt gehen wir wieder raus aus dem Ganzen. Und ich bin schon heiß auf den World Boss, denn ich glaube, da kann relativ gutes Gear droppen. Warte mal, das sind die. Aber das ist, glaube ich, nicht der World Boss, den ich meine, oder? Was droppt denn da? Na gut, 3,55. Also gut, 3,55 ist für mich schon gut. Oh, hier haben wir einen Rare Mobs. Ich weiß jetzt nicht, soll ich damit draufhauen? Ja, können wir schon machen. Jetzt muss ich hier wieder zurückgehen. Ich würde sagen, komm. Sind wir mal so frei und natzen mal auf den World Boss drauf. Es gibt nämlich hier in der Zone auch einige Mounts, die man holen kann. Und so wie ich es verstanden habe, sind die Mounts nicht in der Warfront an sich drin, sondern in der nicht instanzierten Zone, also sprich außen. Da, wo wir jetzt auch diese Rares haben. Und ich weiß jetzt nicht, der sieht jetzt nicht so aus, ob er einen Mount droppen würde, aber wir hauen ihn dennoch mal um und schauen einfach mal, was wir kriegen. Wie gesagt, ich erkunde das jetzt quasi mit euch so ein bisschen im Video. So. Vielleicht gibt es irgendwas Cooles von dem Rare Mob. Nicht nur irgendwelche Ressourcen. Oh, was habe ich denn da gekriegt? Moment. Ich hab irgendwas gekriegt. Also, ruft einen Verbündeten herbei, der euch 10 Minuten lang im Kampf unterstützt. Ihr müsst im Arathi Hochland sein. Okay, cool. Im Arathi Hochland kriege ich einen Verbündeten, der mich unterstützt. Das werden wir nachher mal angucken. Vielleicht ist es auch ein, also ich schätze mal, dass es auch ein Inventar ist, weil ich muss ein bisschen mal weiter rausscrollen. Ich habe vorhin für eine Aufnahme sehr, sehr nah rangescrollt. So, jetzt gehen wir das mal ab und Wir schauen, was haben deine passiert. ungeteilte Aufmerksamkeit. Nach Boralos zurückzukehren. Kriegsfronten, okay. Schaltet Kriegsfronten, die Schlacht um Stormgard frei. Okay. Behaltet eure Feinde immer im Auge. So, und da hinten haben wir noch eine Quest. Also ich muss jetzt mal nach Boralos zurück. Und was habe ich jetzt hier für eine Quest? Wo ist er denn? Ach, da unten ist er. Hallo? Ach du Scheiße, was ist denn das alles? Oh, da krieg ich eine. Oh, 3-fitzige Ausrüstung ist in der Kiste drin. Nice. Kriegsressourcen tötet. Okay, ich muss irgendwelche Mobs töten. Da muss man auch wieder was. Oh, ich hab hier richtig viele Quests. Okay, das ist ja nice. Das müssen wir töten. Das müssen wir töten. Und Seid das müssen wir. vorsichtig. Also, ich habe jetzt hier, einen richtig Haufen Quests bekommen. Die werden wir uns dann vielleicht nachher noch anschauen. Und dann geben wir das jetzt mal ab und jetzt mal gucken, ob ich mich theoretisch queuen kann oder wie das aussieht. Ich nehme mal an, aber da wir die Zone anscheinend gerade haben und da Quests machen können, dass die Horde sich queuen kann und wir halt dementsprechend, ne, jetzt in der Zone rumgeistern können. Das Lied So. sei mit euch. Jetzt gebe ich das dann mal ab. Ah. Okay, und hier kann man Warteschlange beitreten. Die Allianz hält die Burg Sturmgard und koordiniert das Arathi Hochland. Spione der SE7 berichten, dass die Horden Kriegsanstrengungen Arathi Hochland unternimmt. Okay, also hier haben wir jetzt 3% und wenn das voll ist, dann hat wahrscheinlich die Horde das Arathi Hochland eingenommen und dann können wir quasi die Warfront spielen und uns wieder zurückerobern. Also ich glaube, so funktioniert das System. Wenn ihr schon mehr wisst, dann gerne unten in die Kommentare was reinschreiben. Ich mutmaße hier lediglich. Heißt, wir können jetzt nicht die Warfront spielen und später, wenn ich mir das mit der Horde angucke, dann können wir quasi auf Hordenseite einmal die Warfront ein bisschen basteln. So, wir haben jetzt hier quasi das Portal. Ich Was bin ist denn das hier noch hier. für eine. Achso, hier kann man die Quest auch abgeben. Also Leute, wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir können quasi jetzt hier im Arathi Hochland questen und die Horde wird wahrscheinlich dann im Arathi Hochland die Warfront spielen können. Wir können jetzt aber auch den World Boss, soweit ich das gesehen habe, umboxen und ich würde sagen, ich fliege da jetzt einfach mal zu dem World Boss hin und wir gucken uns den mal an, beziehungsweise ich will mir jetzt erstmal hier das Lager noch ein Ticken angucken. Also hier haben wir so eine Town Hall quasi. Da ist jetzt aber ehrlich gesagt nicht sonderlich viel drin, okay. Also, das verwundert mich fast, dass da keine NPCs drin sind. Also wie gesagt, die Wachen, die finde ich sehr, sehr nice. Also das macht was her. Ah, das kennen wir noch. Das ist dieser Mage Tower, wo diese ganzen Trolle waren, ne? Ui, das Zelt sieht cool aus. Das macht was her. Man kennt jetzt schon einige Gebäude aus der Garnison.
Und wahrscheinlich ist es auch so, dass man die Gebäude dann in der Warfront hochleveln kann. Sind das auch Berufsgebäude hier? Ach, schau mal, hier hat man auch Berufsgebäude. Ingi-Bedarf, Ingi-Lehrer, okay, also das hat man theoretisch hier auch drin. Hat wahrscheinlich auch ein Gasthaus, oder? Kann ich da jetzt. Okay, das irgendwie. Also die Gebäude sind relativ leer, muss ich sagen. Das wundert mich jetzt. Vielleicht muss man das aber auch erst dann in der Warfront freispielen. Das kann natürlich auch sein, dass das hier jetzt nur relativ minimal besetzt ist, das Ganze. Es sieht aber auf jeden Fall cool aus, so von oben gesehen. Gut, und das ist, ganz ehrlich, das hier ist dieser Heldenaltar, den man in Warcraft 3 schon hatte, wo man die Helden quasi rufen konnte. Das ist sehr geil gemacht, dass sie den mal wieder ins Game bringen. Wer jetzt vielleicht hier Warcraft 3 nicht kennt, das ist ja das Vor also quasi das Vorgängerspiel, aber halt ein Strategiespiel. Ne? Also da war es halt auch so, dass gerade der, ich glaube, das war, oh nee, das ist nicht der World Boss. Ich dachte jetzt gerade, das ist der World Boss. Ich habe gehört, das ist ein großer Hordenpanzer oder bei der Horde ist es ein großer Allianzpanzer. Und gut finde ich, dass ich auf jeden Fall hier drüber fliegen kann. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Ach, schau mal, den hier muss ich machen. Elementare getötet. Die Streitkräfte der Horde haben eine weitere Azerit-getriebene Kriegsmaschine konstruiert. Zerstört sie, bevor sie sie gegen Stromgarde einsetzen. Sollen wir das mal gucken, was wir da machen können? Also, wir haben hier einen Vault-Boss. Okay, wenn ich hier Vault eingebe, warte mal, ich glaube, ich muss hier oben suchen. Vault. Vault-Boss. Ist das das hier? Verwüster irgendwas? Arati. War-Mode on. Nee, warte mal, ich habe keinen War-Mode on. Aber das ist ein anderer, oder? Hier. Soll ich den mal so aus Spaß mal einfach so angreifen und mal gucken, was passiert? Ich habe jetzt blöderweise keinen Arati World Boss. Hier ist einer. Weil es gibt, glaube ich, auch mehrere World Bosse ab heute, die man machen kann. Also sprich nicht nur. Warte mal, wir queuen uns jetzt einfach mal auch in so eine andere Warmode auf. Okay, warte mal, das hier ist es. Da queuen wir uns jetzt einfach mal rein. Oder ich queue mich jetzt auch mal da mal rein, dann können wir mal gucken, wo der World Boss für die Woche auch ist. Falls das jetzt nicht der sein sollte. Also das ist der quasi der Die Arati Streitkräfte Boss. der Okay, Horde das haben ist eine anscheinend schon weitere der. Azerit-getriebene Kriegsmaschine konstruiert. Sollen wir einfach mal pullen? Zerstört sie, bevor sie sie gegen Stromgarde einsetzen können. Ich glaube, das geht in die Hose, wenn wir einfach mal pullen. Also wir haben hier auch Hordengegner. Und das hier ist ganz normal noch quasi fürs Arati BG die Zone. Und dann kann ich da theoretisch Das auch kann ich für queuen. dich tun. Ah, schau, da kann ich theoretisch auch queuen, ne? Nicht schlecht. Und da sind sonst nur ein Haufen Quests. Jetzt würde mich aber interessieren, vor allem noch, was in der Dings hier drin ist, ne? Also, war denn nicht das hier? Ich muss die richtige Quest suchen. Es ist eine Quest, die uns quasi, da. In eine Gierkiste. Jetzt weiß ich nicht, ob das Azerit-Ausrüstung, aber steht nicht an Ausrüstung der Kriegsfront, ne? Also, Only one tank, ouch. Soll ich jetzt einfach mal pullen? Okay, die machen jetzt hier einen Pull-Timer. Ich bin der einzige Tank anscheinend. Four, Und. three, Lol, wir haben two, nur einen Heiler. one. Und der eine Heiler ist nicht in der Zone. Ich pull jetzt einfach mal. Ich werd so aufs Maul kriegen. Okay, jetzt habe ich Aggro von dem Ding. Also der eine Heiler, den wir haben, ist weggefaced. Ja. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Na super. Was soll ich jetzt machen? Achso, aber ein anderer hat reingetauntet. Okay. Okay, jetzt habe ich wieder Aggro. Scheiße, ich soll vielleicht nicht so viel Schaden machen. Es ist, okay, ohne Heiler ist halt ein bisschen dumm, ne? Ohne Heiler ist echt ein bisschen dumm. Was macht er jetzt? Ja super, jetzt habe ich die Typen gepult. Oh, da sollte ich nicht reinlaufen. Der andere Tank ist down. Shadow Melt? So, jetzt Shadow Melt ich mal. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich mich hochheilen, oder? Ja, so. Wir spielen einen World Boss, ne? Ganz neu drauf und hat erstmal keinen Heiler. Wunderbar. Wunderbar. So, ich habe jetzt einmal geshadowmeltet. Der hat jetzt ein bisschen Aggro drauf, hoffe ich. Ja, mein Aggro ist komplett resettet. Soll jemand anderer sterben? Schauen wir mal, ich muss eigentlich jetzt gucken, dass ich mit der Aggro nicht rüberkomme. Okay, er nimmt jetzt hier langsam den Raid auseinander. Okay, jetzt hat der Demon Hunter Aggro. Ich bin erst bei 50%. Alles easy. Alles easy. Ich denke mal, ich komm da jetzt nicht drüber. Okay, 60, 70. Warte mal, was haben wir denn da drauf? Da war gerade irgendein Feuer. Ich muss jetzt halt bloß schauen, dass ich nicht over genug, weil ich will eigentlich un. Ach, ich. Warte mal, ich hätte mal einen Typen rufen können, ne? Mein Beschützer-Elementar. Oh shit, da sollte ich, glaube ich, rausgehen. Und jetzt drückt ihr gleich mal die Daumen, dass ich irgendeinen nicen Loot krieg.
Und ich hätte mir eigentlich Bonus-Rolls holen sollen, denn soweit ich weiß, soll es anscheinend Bonus-Rolls geben. Und zwar, ja, was macht er jetzt? Er repariert sich wieder. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, die Dings hier reparieren den Typen, ne? Warte mal, kann ich mal desorientieren schmeißen? Okay, die sind immun gegen CC. Oh, das ist nicht gut. Die reparieren den. Man muss den, glaube ich, kicken, ne? Aber da drin kriege ich einen Haufen Damage. Und ich glaube, wir wipen hier gerade. Also es ist halt auch dämlich. Also, ne, ich bin auch für Harakiri-Aktionen, mich immer zu haben. Immer drauf da und einfach reinkleaven, ja. Aber wenn du keinen einzigen Heiler hast, den World Boss anzugreifen, der neu ist, wo man nicht weiß, was der für Fähigkeiten hat, ist das vielleicht nicht unbedingt clever. Also wir haben zwei Heiler und beide Heiler sind im War-Mode gefaced, also sie können nicht mit uns interagieren, ne? Also wir haben wirklich nichts, was uns heilen kann. Ich würde halt, wenn ich der Lead wäre, einfach die ganzen Warmode-Leute rausschmeißen. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich Aggro ziehen. Okay, also soweit ich es jetzt verstanden habe, funktioniert der Boss halt so, dass er hier einen Haufen AE-Effekte. Oh scheiße, jetzt habe ich Aggro vom Boss. Dass der Boss halt einen Haufen AE-Effekte schmeißt, wo man ausweichen muss, scheint relativ easy zu sein, ne? Und das zweite, was der Typ halt macht, ist, wenn er low geht, dass er so einen Haufen Goblins raushaut und die Goblins fangen dann halt einfach an, ihn zu reparieren, beziehungsweise man hat hier noch ein paar andere, so Kampfmagier und sowas. Ich glaube, die habe ich versehentlich vorhin gepult. Also die können, glaube ich, gar nicht mal zum Bosskampf zwangsläufig dazu. Sondern ich glaube, nur diese Goblins gehören dazu und die reparieren ihn halt dann langsam wieder. So, jetzt habe ich natürlich wieder Akku, wunderbar. Dann habe ich ihn wieder Shadow Meld. Ich habe Shadow Meld theoretisch ready. Soll ich wieder Shadow Melden? Ich glaube, ich sollte mal Shadow melden. So, jetzt sollte es mal wieder wer anders tanken. Ich halte mich. Also ich glaube, so dumm habe ich noch nie einen World Boss gemacht, ne? Egal in welcher Expansion. So, jetzt haben wir uns wieder hochgeheilt. Jetzt können wir wieder ein bisschen tanken. Es ist halt nur ein Gezerge, ja? Jetzt hoffe ich, dass nicht nochmal diese Goblins rauskommen und ihn hochziehen. Das wäre nämlich eher suboptimal. Jetzt schauen wir mal. Ah, geht er down? Da geht er down. Und was habe ich gekriegt? Gar nix. Ja. Haben da andere Leute bekommen? 370 haben da. Da haben Leute echt krasses G gekriegt. Okay, da haben Leute krasse Sachen gekriegt. Da haben Leute 370er G gekriegt. Aber wenn ich jetzt mal so reingucke, ne, wir waren 40 Leute und wie wenig hier G gekriegt haben. Gerade mal zwei. Einer hat einen Toy gekriegt. Hier hat noch jemand einen Toy gekriegt. Also das ist jetzt nicht sonderlich viel Loot gefallen. Da hat jetzt einer was gepostet, aber es wird er ganz sicher nicht handeln können. Ja, 370 ist krass. Ja. Also für jetzige Verhältnisse, wo du jetzt nur 355 haben konntest, bis zu dem Punkt. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Quest als nächstes. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich das alles noch in der Aufnahme mache oder ob ich jetzt nur diese Epic-Quest mache, wo man diese Kiste quasi kriegt. Da bin ich jetzt gerade überlegen. Also man muss hier einfach ewig viel Zeug töten, ne? Also hier, warte mal, hier unten kriegt man die Epic-Kiste. Und zwar müsste ich hierfür also müsste ich auch wieder 20 von diesen Entweihten töten. Und schauen wir mal, wo die sind hier unten, ja. Also das will ich auf jeden Fall machen. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen Sachen genau bringen, ob man eine neue Ruffraktion hier auch hat. Das müsste ich jetzt mal. Ah, schau mal. Zandalari. Aber warum, hä? Was Zandalari Imperium? Warum habe ich denn jetzt eine Ruffraktion Zandalari Imperium? Das verstehe ich nicht. Okay. Egal. Weil die sind auch feindlich bei mir, ne? Also hier mit denen muss ich ein bisschen. Oh, das ist ein Rare Mob, sehe ich gerade. Das ist ein Rare Mob. Und das sind jetzt alles keine. Warte mal, kann ich hier. Nee, da habe ich jetzt auch keine Möglichkeit, die Leute einzuladen. Oh, die verdreschen mich voll ganz schön hier. Verängstigt. Ich glaube, der. Ra okay, der hat 1, irgendwas Mille Life. Da sollte ich. Den hätte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt pullen sollen. Weil bis ich den als Tank tot gehittet krieg, könnte ein bisschen dauern, würde ich mal fast sagen. Jetzt muss ich mal einfach da mal ein bisschen hoffen, dass ein paar noch mit drauf schießen. Und dass ich hier nicht unbedingt instant gekillt werde. Ach komm. Ja gut, der packt einen relativ lang ins CC hier. Vielleicht droppt der auch. Warte mal, jetzt kann ich ja meinen
meinen Dude hier rufen. Er soll mich jetzt mal supporten. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Wie so ein Hunter-Pet, das abspottet. Ah, nice, da hat einer abgespottet. Also hier habe ich den kleinen Erdinventar, das ist meiner. Warte mal, ich bin doch nicht im War-Mode. Warum ist denn hier jetzt einer... Ach, der hat so PvP angeschmissen, okay. Ach so, aber schau mal, er ist hier ein Hordler und kann dennoch hier die Mobs malen. Ich vermute jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen, dass die Hordler hier keine Quests haben und dass sie dementsprechend auch den World Boss nicht haben, ne? Dass die dafür die Warfront gehen können und ja, die Allianzler halt dafür Quests haben, ne? Um da ihr Gear zu kriegen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du aus der Warfront irgendwie krasse Sachen rauskriegst. Oder ob du nur vom World Boss bzw. der Quest hier die krassen Sachen kriegst. Aber es wäre, glaube ich, ein bisschen unfair, ne? Wenn du dann nichts bekommen würdest. So, ich würde sagen, den batschen wir noch. Dann werde ich mal hergehen und die Quest hier noch fertig machen. Und ich denke mal, die anderen Sachen mache ich dann nicht mehr im Video, weil das wird dann doch ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier alle Quests mache. Oder was meint ihr? Also ihr könnt es mir nicht beantworten. Ich bin auch nicht am Stream gerade, aber ich bin gerade überlegen. Ich möchte halt ungern ein Übersichtsvideo mit über einer Stunde, ne? Das wäre jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu lang gegriffen. So, den haben wir down. Jetzt tue ich mal alle Ogre hier einmal taggen, die hier... Was habe ich denn jetzt gekriegt? Gar nichts, oder? Mal wieder. Mal wieder gar nichts. Azerit hat es gebracht, ja. Und zwar richtig viel. Was habe ich denn gekriegt hier? 50. Uiuiuiuiuiui. Da geht was, Leute. Also anscheinend droppen dann diese Mobs dementsprechend auch die... Also nicht wahrscheinlich der Ogre, aber unter anderem die Rares können die Mounts hier droppen. Und die können wir uns eigentlich gleich noch anschauen. Ich tag jetzt hier bloß mal alle und laufe mal zu dem nächsten Rare. Vielleicht ist es ja zufällig... Oh, den wurde gerade getötet. Da hätte ich vielleicht als erstes hinlaufen sollen. Vielleicht ist es ja zufällig einer, der jetzt das Mount droppen kann. Hier haben wir noch einen. So, wir gucken jetzt mal rein und geben hier mal... Ach, mit TH war es, glaube ich, Arati hier. Da können nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Mounts droppen. Das ist ein Ally-Only-Mount. Also es sind ein Raptor, ein Pferd, ein Gaul und eine Fledermaus. So, jetzt kann ich die euch leider nicht genauer zeigen, da ich jetzt die Mobs... Oh, das sind Elite-Mobs, sehe ich jetzt gerade erst. Weil ich die jetzt kurz töten muss. Sonst werde ich noch umgenutzt und das wollen wir... Ach, das sind alles Elite-Mobs hier. Okay, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen gibt es wahrscheinlich da auch ein krasses... Ah ne, warte mal. Warte mal, habe ich jetzt die falsche Quest gemacht? Ernsthaft? Oh nein. Warte mal. Scheiße, ich hätte die hier töten müssen, ne? Ach, fuck it, ich habe die falschen Mobs gemacht. Oh, der Rare ist wieder gespawnt. Komm, nehmen wir den Rare-Fix mit. Jetzt heilen wir uns aber erstmal. Dann nehmen wir den Rare-Fix mit. Dann machen wir doch die andere noch. Egal. Wir nehmen jetzt einfach alles mit. Ist wurscht. Ja, dann machen wir da ein längeres Let's Play draus, dass wir uns das einmal alles angucken können. Und ja, jetzt habe ich blöderweise die falschen Mobs gemacht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man, dass ich jetzt hier die Elite-Quest mache, wo man das Ding kriegt, ne? Hier dieses Epic-Gear-Teil. Aber egal. So, der hat auch natürlich wieder nichts gebracht. Man sieht aber jetzt nicht bei den Arati-Mobs hier, wer es droppt, ne? Oder doch, hier. Nimm mal, der Töter droppt das. Aufseher Krix. Dann, okay. Also man sieht hier, haben wir Schädelreißer. Also du siehst auf jeden Fall die, also den Gegner oder den Rare-Mob, der es droppt. Das ist schon mal gut. Okay, das war jetzt eher ungünstig, dass ich den angehittet habe. Das ist nämlich nochmal der Rare. Und jetzt mal gucken, wie das mit den Rares ist. Ich vermute mal, dass es halt wie bei allen Rares ist, dass du sie einmal daily anhitten kannst. Und ja, ich habe ein paar Chars. Ich vermute mal, dass man dieses Phasing hier nur mit 120 hinbekommt. Also ich habe jetzt bis jetzt nur 120er Mobs gesehen. Heißt, wenn man die Mounts farmen möchte, dann braucht man 120er Chars. Muss hier wahrscheinlich kurz diese Pre machen, dass man hergeportet wird und kann dann die Rares farmen. So schätze ich jetzt mal. Und dann nehme ich mal an, dass die Rares einen Daily CD haben. Also sprich, kann man einmal am Tag hier hingehen und die Rares holen. Wie gesagt, das ist keine gesicherte Information. Das ist lediglich jetzt mein erster Eindruck. So wie ich es vermute, dass es ist. Ne? Nicht, dass dann gleich wieder einer in die Kommentare schreibt, das stimmt gar nicht, ist keine Ahnung. Wie gesagt, ich schätze, dass es wahrscheinlich so sein wird. Ich nehme nicht an, dass das hier eine Stunde ist. Und ich nehme auch nicht an,
dass du dieses Phasing mit allen Chars hast, sondern erst mit denen, die die Quest machst, sonst könnten ja Low-Level-Chars hier quasi nicht questen und das wäre ja irgendwie ein bisschen blöd, ne? Also die, ich denke mal, die für Low-Level-Chars wird das Gebiet genauso bleiben, wie es davor ist und erst wenn du wahrscheinlich diese Questreihe gemacht hast, dann wirst du hier das haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Ganze hier von der War-Campaign abhängig ist, dass man die War-Campaign durchhaben muss. Das kann ich mir nämlich ganz gut vorstellen, dass du quasi War-Campaign auf 20 haben musst, dass du das hier machen kannst. Jetzt ist die nächste Frage, was ich mir jetzt noch stelle, ob du quasi, wenn du diese ganzen Quests abgeschlossen hast, obst du dann, sind es auch Elite? Nee, das sind keine Elite, aber die haben genauso viel Life wie ein Elite-Mob, ne? Also das, es scheint hier, oh, warte mal, hier ist ein ganzer Haufen. Zählen die auch alle rein? 20 Stück brauche ich nämlich. Oh, warte mal, werde ich da verdroschen, wenn ich die jetzt alle pull? Ist das eine gute Idee, vor allem mit Half-Life? Das ist wahrscheinlich ist das keine gute Idee. Oh, das war glaube ich keine gute Idee. Oh boy. Die haben ein bisschen zu viel Life, dass ich die schnell genug runterkriegen würde. Oh boy. Oh, was haben die da für einen schönen erlittener Schaden noch ein bisschen verringert, okay. Ja, warum nicht? Ein paar habe ich schon mal down. Ah, jetzt läuft mein Inka aus. Ich müsste mal ein paar töten von denen. Muss ich mal ein bisschen gucken. Zum Glück habe ich noch Mass Entanglement mitgeskillt. Mich schießen diese ganzen Bogenschützen ab, ne? Also, ach, die können alle Range, okay. Ja, dann halt nicht. Da waren wir ein bisschen zu euphorisch, aber ich glaube, wir kriegen es, ne? Wir kriegen es. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, ob ich alle 20 gleichzeitig habe. Aber die haben, obwohl die einen haben jetzt nicht so viel, aber die anderen hatten alle 120.000, also so viel wie die Lithiums vorhin. Also doch einiges. Und das waren, glaube ich, doch weniger, als ich dachte. Ich dachte, ich habe alle 20 zusammen damit. Naja, es sind vielleicht 14 oder so. So um den Dreh rum. Ach, schau mal, da hittet einer Mobs an. Jetzt taggen wir sie mal. Schön mittaggen, dass wir die alle kriegen. Jetzt haue ich die noch um. Vielleicht reicht es dann schon. Ich muss näher ran. Na, ich glaube, mit 14 bin ich relativ gut von der Schätzung her. Ich glaube, ich habe nicht alle getaggt da hinten, ne? Uiuiui, das ging fast da hinten los. Und den Rare, den wir noch hier haben, da muss ich dann gleich nochmal gucken, ob das vielleicht einer von denen ist, die ich brauchen kann. Okay, was haben wir hier? Genau, nicht auf... Okay, das sind Elite-Typen. Jetzt brauche ich nur einen einzigen. Dann habe ich sogar. Dann habe ich die Elite-Quest fertig. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich mache doch alle, würde ich sagen. Ich bin irgendwie immer noch in Fight mit irgendwas, warum auch immer. Aber wir können ja fliegen, das ist ja das Wunderbare. Okay, scheiße, die haben den Rare-Mob umgeboxt, den ich jetzt eigentlich machen wollte. Schade aber auch. Schade, schade. So, ich komm, darum, wir helfen denen mal. Einfach mal ein bisschen mit rein hier. Ich brauche eh nur noch einen Mob. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwas... Was hat der hier gedroppt? Oh, lol, das ist einer, der das Mount droppt. Schau mal, hier hat einer diesen Hochlandmustern gepostet. Ich vermute jetzt mal, der Mob, den sie da hinten geklatscht haben, ist ein Mount-Mob. Und jetzt würde ich mal sagen, den schauen... Warte mal, sollen wir, wo ist denn der gespawnt? Der war etwa hier, ne? Und das war nicht der hier oben, oder? Was haben die... Ach, die haben hier die Spinne getötet, okay. Aber die Spinne ist doch jetzt nicht... Die Spinne droppt doch kein Hochlandmustern, also das kannst du mir nicht erzählen. Ah, schau mal, hier haben wir die Spinne. Da ist aber nur einer dran an der. Dem könnte ich ja theoretisch ein wenig unter die Arme greifen. Komm, dem spotten wir jetzt mal ab. Irgendwie irritiert mich das, dass die Hordler alle PvP gefleckt sind und wir alle nicht PvP. Also, wenn dann... Also du kannst... Ich habe hier keinen War-Mode an, ne? Also wenn dann ist es so, dass die Hordler aus irgendeinem Grund einfach alle PvP-Mode anmachen, weil sie lustig sind, im Nicht-PvP-Mode. Oder es ist so, wenn du das Gebiet hier nicht hast, dass du quasi für dich den War-Mode aktiviert hast. Also da, oder dass halt automatisch PvP-Mode aktiv ist, auch wenn du den War-Mode eigentlich aus hast. Das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so ist. Wissen tue ich es nicht. Warte mal, können wir die Spinne zum anderen Rare-Mob hinziehen? Geht das? Ich habe immer Angst, dass ich die... Obwohl, ich lasse ihn jetzt mal... Wenn ich den jetzt noch weiterziehe, dann tun sich die bloß schwer mit drauf zu holzen. Dann dauert es bloß länger. Weil da hinten ist jetzt der andere gespawnt und ich glaube, dass der andere... derjenige ist, der quasi einen Mount droppen kann. Zumindest hat der eine ja was gepostet. Wie heißt denn der? Verdammnisreiter Helgrim. Ich meine, ich habe vorhin irgendwas von einem Hel...
Ah, schau mal, da droppt er. Okay, das ist ein Mount-Boss. Jetzt muss ich schnell sein, weil da waren schon einige Spieler gestanden drüben. Nicht, dass die den schnell umhauen. Also, da haben wir schon den ersten Mount-Boss auch entdeckt. Und zwar... Oh nein, oder? Ist er jetzt gerade gekillt worden? Ist er jetzt gerade gekillt worden? Der Verdammnisreiter? Was ist er denn? Irgendwo hier müsste es... Also, müsste ja zumindest eine Leiche liegen. Hussoldat... Ah, da ist er. Das ist der Verdammnisreiter Helgrim und der droppt anscheinend eins von den Mounts, und zwar das hier, den Hochlandmustern. Also dafür, dass er ein Untoter ist, hat er ein ganz schön schick lebendes Mount, ne? So, normalerweise sind die doch immer, ein bisschen anderweitig unterwegs mit Mounts ohne, wisst ihr was, jetzt gehen wir kurz dahinter und machen da ein paar, und dann schauen wir nochmal zurück nach, wenn der vielleicht dann spawnt, dann können wir es vielleicht so rum mitnehmen. So, zwei haben wir fertig. Ich frage mich, ja, wie vorhin schon erwähnt, ob es dann so ist, dass du dem... Ja, schau mal, die haben alle den Warmout an. Also, ich vermute jetzt einfach mal ganz, ganz stark. Warte mal, das war doch auch einer von den Mount-Bossen, oder? Jetzt muss ich schon wieder hier dem im Stich lachen, aber aufgehittet habe ich. Kamma... Ach, schau mal, der droppt auch eins. Jetzt haben wir da sogar gleich die ganzen Mounts mit dabei. Der droppt auch eins. Also ich glaube, dass die automatisch den PvP-Mode anhaben. Selbst wenn die den War-Mode aushaben, dass das so funktioniert. Weil ich habe jetzt hier noch keinen Hordler gesehen, der es nicht anhat. So, und? LOL, ich habe das Mount gekriegt! Ja, nice! Ich bin ein Lacker. Erster Mob umgehaut und instantes Mount. Das ist ja richtig nice. Okay, ja, nice. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Leute, das läuft bei mir. Okay, ja, nice. Eins habe ich schon. Ersten Mob. Wahrscheinlich ist das so eine 1%-Geschichte, oder? Oh, das ist, meint ihr, das ist ein 100%-Drop? Nein. Sonst hätte der andere jetzt auch das Mount rausgezogen. Ich glaube, da hatte ich jetzt gerade richtig, richtig Luck. Oh, das freut mich. Das freut mich jetzt gerade richtig. Warte mal, hinten ist noch ein Rare-Mob. Ist der in der Höhle drin? Warte mal, jetzt hauen wir die bloß um. Das sind jetzt mal easy-peasy Non-Elite-Mobs. Aber nice, jetzt habe ich das erste Mount schon mal. Jetzt sind wir bei 114. Ich habe nichts vom World Boss bekommen, aber zumindest das hier. Ach, schau mal, der hat hier das Item aus der 7. Legionsding rausgekriegt. Hier wurde mir gerade ein Mob angezeigt auf der Map. Ja, die Hordler sind, schau mal, die sind alle PvP gemarkt. Also jeden Hordler kann ich theoretisch hier angreifen. Muss ich aber nicht, ne? Ich glaube, es bringt mir jetzt überhaupt nichts, wenn ich die angreife, deswegen mache ich es auch nicht. Aber theoretisch könnte ich da... Hat er sich gerade wieder hochgeheilt? Was soll denn das? Komm, dich laser mal tot jetzt. Aber cool. Also das erste habe ich schon mal. Also 5 Mounts waren ja hier, ne? Das zweite Mount hatte ich ja drüben gerade gesehen. Droppt ja bei dem anderen. Dann werden wir jetzt nachher nochmal vorbeischauen. Okay, hier haben wir jetzt gerade 2 Elite am Arsch. Das sind blöderweise Ranges. Also hier ist alles drin. Elite, Non-Elite. Kann ich die jetzt irgendwie zusammenpullen? Das würde ich ganz gern, ehrlich gesagt. Oder kann ich die irgendwie LOSen hier mit dem Stein? Vielleicht? Komm mal her hier. Mit meinem... Ach so, scheiße, das ist ein Heiler auch noch mit involviert. Ah, oder ich kill einfach nur die Non-Elite, weil, keine Ahnung, für die Elite brauche ich halt zu lang, bis ich die weggesingelt-target habe. Naja, gut, so viel Life haben die ehrlich gesagt auch nicht. Muss bloß schauen, dass ich nicht sterbe, ne? Das wäre... Wäre wünschenswert. Die heilen sich alle. Ach komm, scheiß drauf auf die. So, ich habe nicht genug Kicks. Ich habe meinen Stun auch nicht mal mitgeskillt. So, eigentlich müsste ich mich jetzt eher mal heilen. Vielleicht gehen wir jetzt mal hier um die Ecke rum. Schauen, dass wir Dings anschmeißen hier. Inka. Oh, jetzt bin ich auch nur geroutet. Das ist eher ungünstig, würde ich mal sagen. Ich glaube, die sollte man nicht alle zusammenpullen, weil es sind erstmal Elite und außerdem sind sie auch noch alles Heiler und sie rennen noch alle weg. Das ist natürlich die beste Kombi überhaupt. So, den haben wir. Na super. Warte mal, casten die bloß noch Welle der Heilung durch? Okay, die sollte ich auf keinen Fall als Tank zusammenpullen. Das gibt nix. Das gibt nix. Schauen wir mal, ob ich hier überhaupt welchen Down kriege. Weil ich muss ja auch noch schauen, dass ich selber am Leben bleibe. Kann ich, warte mal, einmal ein Mass Interrupt. Jetzt versuchen sie mich zu froggen, aber wahrscheinlich wäre der Frog gar nicht durchgegangen, weil ich ja als Druid in der Gestalt nicht quasi geschiebt oder gefroggt oder irgendwas anderes im Gestalt verwandelt werden kann. Aber man weiß ja nie, manche Mobs tricksen.
Und dementsprechend muss man da vorsichtig sein, ne? Nicht, dass sie dich einmal austricksen. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich die schnellstmöglich tot krieg. Weil sonst heilen sie sich wieder hoch und das möchte ich eher vermeiden. Wo ist. Wo, nee, nee, nee. So nicht, mein Freund. Oh, warte mal, die haben den Rare hier umgecleaved. Shit, den hätte ich auch. Mann, ich muss mal gucken, ob ich den auch für irgendwas brauche. Wo ist er denn jetzt? Hier war gerade da. Ob das auch einer von den Rares ist? Nee, das ist keiner. Arati. Also das ist auf jeden Fall keiner von den Rares, die jetzt hier ein Dings droppen würde. Also den brauche ich nicht unbedingt. Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, gehe ich jetzt einfach mal raus hier aus der Höhle. Wenn ich denn den. Okay, der Ausgang. Ich meine, der war irgendwo da drüben, ne? Hier, oder? Ne, hier ist kein Ausgang. Ja, gut. Gut, dass wir uns gemerkt haben, wo wir hergekommen sind. Da ist ein Weg aus Leichen. Ich glaube, das sieht gut aus. Sieht das gut aus? Das ist eine Sackgasse, oder? Hier ist zumindest der Weg aus Leichen. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Aber ich meine, dass ich hier hinten runtergesprungen bin. Ich weiß es halt nicht, ob ich da rauskomme. Oder ob ich da wieder eine Sackgasse. Ah, super. Ja, gut. Ach, warte mal, der Rare-Mob ist wieder da, ne? Könnte natürlich auch den Rare-Mob fix mitnehmen. Oder noch fix ein paar Bleichbrocken. Jetzt schauen wir mal, wie viel Life hat der. Ja, 200.000. Gut, das ist. Also, mir scheint so, ob die Mount Rare Mobs ein bisschen mehr Life haben. Als diese hier. Oh, das ist auch eine Elite. Der zählt sogar auch als Mob, ne? Der zählt so. Was hat denn der jetzt gemacht? War das eine Fähigkeit von dem Rare oder war das eine Fähigkeit von dem Hunter? I don't know. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal zwei von fünf Mount-Bossen, ne? Mal schauen, ob ich die anderen jetzt auch noch auf dem Weg finde. Ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Dann bin ich schon mal darüber im Klaren und im Bilde. Und ihr vielleicht auch, wenn ihr euch jetzt das ganze Ding hier mit anguckt. Dieses kleine Let's Play quasi. So. Das Hammer. Ach shit, den habe ich nicht getaggt. Sollen wir mit dem mitlaufen? Dann tagge ich hier vielleicht die ganzen Viecher noch mit. Wie viel brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche jetzt noch 17. 3 Stück brauche ich noch. 17. Komm, ich hole den noch hin und dann laufe ich raus. Den soll der Worry mir killen. Desorientieren. Ich glaube, der interruptet nicht. Komm, du willst mir den noch töten. Hier. Ja. Nice. Ich halte zwar relativ viel aus als Tank, ne? Aber unter MAE-Schaden mache ich auch ziemlich gut. Ich war vorher auch in der Mythic plus 0 unterwegs gewesen. Ne? Das war noch vor 9. Und immer E-Damage mit 30k oder so DPS da, bist du da relativ weit oben, sogar teilweise immer Erster. Aber im Single-Target machst du halt einfach nichts. Ne? Das ist. Oder nichts ist jetzt untertrieben, aber du machst halt wesentlich weniger als ein DD, ist ganz klar. Ist ganz klar. So, den brauchen wir noch und dann fliegen wir mal rüber. Und das ist dann die Quest, die auch uns das Epic. Ne, das ist auch nicht die. Ach, die Quest, die habe ich schon gemacht. So, dann haben wir noch 3 Stück offen, ne? Also haben wir 3 erledigt, 3 Stück offen. Dann schauen wir mal weiter, ob wir die anderen Rares finden. Und jetzt schaue ich aber auch nochmal auf das Feld, wo wir eben waren. Hier war das, wo der Rare ist. Also, ein Rare ist quasi hier unten. Das war der erste, der das Mount gedroppt hat. Dann haben wir einmal auf dem Feld quasi eins. Hier müsste der sein. Ach, der ist auch gerade am Leben. Hier wurde gerade. Aber der hat jetzt erstaunlicherweise nicht so viel Life, ne? Also der hatte 200.000, klar, und jetzt wurde hier noch drauf gehittet auf ihn. Und er hat mehr. Aber es gibt manche Rare Mobs, die 1,6 Millionen haben, schon ohne dass irgendjemand drauf gehittet hat. Also das verstehe ich nicht ganz, wo. Was da der Unterschied ist zwischen den Rares und den anderen. Warte mal, kann ich mein Item, das ich vorhin gekriegt habe, war das ein einmalig einsetzbares? Scheint so, ne? Und hier habe ich keinen Mount gekriegt. Also, ah, schau mal, mein Addon zählt das jetzt auch schon mit. Das war jetzt mein erster Versuch quasi auf dem. Ich mutmaße jetzt mal, dass das 1% Drops sind und ich übelst lucky war, dass ich beim ersten Try vorhin das Mount gekriegt habe. Ich mutmaße lediglich, ich weiß es nicht. Schau mal, da mal wieder so ein Rare, der ewig viel Life hat, ne? Da haben wir einen Rare, der hat ewig viel. Jetzt würde ich sagen, was haben wir hier? Hier haben wir auch wieder kleine und Elite-Mobs, ne? Jetzt. Hier haben wir, habe ich noch einen. Kann ich die zusammenpullen? Geht das? Ja. Die Dinos brauche ich nicht. Also ich finde es gut, dass die hier quasi die ganze Zone geupdatet haben. Und du dementsprechend jetzt lauter 120er-Mobs hier hast.
Auch von der Farbgebung von den Bäumen, das sieht schon sehr, sehr cool aus, und man kennt noch, dass es die alte Zone ist. Also das finde ich gut gemacht, gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Soll ich dem Hunter da hinten bei dem Elite helfen? Ich weiß jetzt nicht, ob das einer ist, der einen Mount droppt. Wahrscheinlich eher nicht. Ich kann jetzt einfach mal die ganzen Viecher hier ranpullen. Ich bin außer Reichweite. Weiß es nicht, brauchen wir den Hochlandrapp? Mir egal. Wir pullen jetzt einfach mal alles hier ran. Kann ich die... Und ich glaube, es sind ja ewig viele Camps, wo Elementare sind, ne? Und an jedem ist, glaube ich, auch ein... Oh shit, die hauen ganz schön rein. Ich vielleicht den Großen gar nicht pullen sollen. Also aggroen sollen, besser gesagt. Da haben wir alle gehittet. Den holen wir auch noch her. Immer schön die Mobs hier ranpullen, dann hauen dir die anderen die Mobs mit ihrem Cleave noch mit weg, weißt du? Das ist mein Ziel, dann geht das ein bisschen zügiger. So, 10 haben wir schon mal. So, den pullen wir auch nochmal hier rein in den AE. Oh, jetzt habe ich die Aggro von dem Typen. Ungünstig. Eher ungünstig. Da muss ich an den anderen Teilen nicht mehr so viele umboxen. Aber das ist, glaube ich, auch keiner, der einen Mount droppen kann. Goliath, jetzt schauen wir mal. Nee, das ist auch keiner... Oder? So hieß der doch. Goliath. Ne, das ist auch kein Mount-Drop. Aber er hat auch wieder so ein Viech gedroppt. Ah, also diese Elementare, die können dir immer quasi so einen Verbündeten rufen. Gut zu wissen. So, hier haben wir noch was. Und hier, also es sind hier diese... Hier war ich ja, hab vor den Rare Elementar gekillt, hier auch. Und hier ist nochmal einer und hier. Und da haben wir auch nochmal Elementar-Ding. Okay. Oh, das ist auch wieder ein Rare hier. Und da muss ich auch wieder einige machen. Jetzt können wir hier wieder alle mit reintacken. Ich tag jetzt einfach mal alle. Dich taggen wir. Und dich taggen wir. Und du wirst auch getaggt. Und du wirst auch getaggt. Du wirst auch ebenfalls getaggt. Und du wirst getaggt. Den habe ich, glaube ich, schon getaggt. Und du wirst getaggt. Das ist ein Hordenelementar. Oh, die hauen ganz schön raus. Einfach mal alles taggen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich bin außer Reichweite. Oh, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Jetzt kriege ich schon ganz schön aufs Maul hier. So, der Rare ist auch fast tot. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mount-Boss war. Nee, es war sicher keiner, aber sonst hätte mein Addon den mit hochgezählt hier. Ich habe kein Ziel. Seht mal, jetzt bin ich schon bei 15 hier. Jetzt haben wir es eh gleich. Looten wir sie mal alle. Ich weiß jetzt nicht, ob so auch von den Viechern was droppen kann. Ich vermute es jetzt aber eher, ehrlich gesagt, nicht. So, den haben wir noch down. Jetzt brauchen wir noch einen. Komm, jetzt helfen wir den hier mal noch. Cleaven wir da noch mit rein. Dann ging das relativ schnell. Und da drüben ist nochmal einer. Jetzt weiß ich nicht, ob das einer ist, der einen Mount droppen kann. Ach, wir töten ihn jetzt einfach mal. Wir töten ihn einfach mal. Ich weiß... Oh, er ist schon tot. Also hier oben war anscheinend auch ein Rare, eben. Jetzt gucke ich mal so aus Interesse, ob es hier auch Erweiterungsfeature, Kriegsding, ob es hier auch eins gab, schließt die Ereignisse ab. Ob es hier so ein Rare-Achievement gibt, dass man die ganzen Rares töten muss. Nee, hier sind diese Missionen, also ein Rare-Achievement gibt es anscheinend nicht. Also hier wäre auch nochmal einer gewesen. Vielleicht merke ich mir den vor und schau mal derweil darüber. Weiß ich nicht, was der für eine Respawn-Zeit hat. Soll ich mir dann Mark hinstellen, dass ich es nicht vergesse? Hier ist der hier. Warte mal, wir können ja mal gucken, ob das ein Mount-Mob ist. Ein Mount-Mob. Warte mal, jetzt ist er weg, oder? Wo war sie denn gerade? Irgendwas mit D war es. Jetzt schauen wir mal. Arati. So, Arati, genau. Irgendwas mit D hieße. Nee, ich glaube nicht. Gut, ich würde sagen, wir gucken danach nochmal. Ach ja, jetzt ist sie gespawnt. Im Haus ist sie drin. Ah, hier, schau. Er geht auch noch relativ wenig live, ne? Erst wenn wir draufhauen, geht's dann quasi einmal nach oben. So, was muss ich denn jetzt noch machen? Also, ich muss jetzt noch hier 9 Elementare töten. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier noch ein paar töten und hier. Den war ich am Anfang. Und, achso, das sind auch Elementare. Ach, und in die Hordenfestung muss ich noch rein. Okay, dann klappe ich jetzt die Elementardinger noch einmal ab. Machen wir das. Und Hordenfestung brauche ich quasi. Also, aber wo ich die Elementare töte, scheint egal zu sein. Das scheint... Oh! Oh! Okay.
Okay. Also es droppt anscheinend. Oh, das ist Vermeidung drauf. Es kann bei random NPCs, bei Rares hier 340er Gear droppen. Okay. Das ist ehrlich gesagt ziemlich nice. Das ist ziemlich nice. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, schau mal. Schädelreißer, das ist der, der das Mod droppen kann. Ich bin Ah, einer schau mal, da haben wir weiteren. nochmal drei. Also, es gibt fünf Mounts, ne? Eins habe ich jetzt gefunden hier, eins habe ich gefunden hier und einer ist hier. Und dann sind es noch zwei offen. Ich nehme mal an, da der eine für Allianz Only ist, wird das wahrscheinlich ein Hordenboss sein. Bin ich mir relativ sicher. Relativ sicher. Schau mal, warte mal. Arati. Also, den kennen wir, der ist gedroppt, ne? Der hier ist bei dem einen. Ne, warte mal. Wo waren der? Ne. Wo waren wir denn jetzt? Wie sind der? Ach nee, das war der Verdammnisreiter. Ah, nee, das war schon. Schau mal, das ist sogar das Allianz-Only-Ding. Das hier soll bei dem einen droppen. Das droppt jetzt hier bei dem Schädelreißer. Okay. Ach, dann brauchen wir den Esel quasi noch. Und den Nimar, der Töter. Quasi Aufseher Krix. Also die beiden müssen wir dann noch suchen. Okay, gut, kriegen wir sicher auch noch hin. Kriegen wir sicher auch noch hin. So, dann klappern wir das nur ab. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Hammerfall noch irgendwas Interessantes ist. Ich vermute es eher mal nicht. Ah, schau mal, hier ist. Oh, das ist. Ah, die kennen wir aus der Questreihe noch, die man hier damals gemacht hat. Eine relativ lange. Frostruck hat man auch noch mal einen Rare. Was ist hier hinten? Oh, da ist noch einer. What the fuck, wie viele Rares sind denn hier? Wie machen wir das jetzt am besten? Wir warten schon ein paar Spiele. Soll ich den mal runterziehen zum anderen? Komm, wir machen jetzt mal. Wir ziehen jetzt mal die Rares zusammen. Ich muss näher ran. Weiß nicht, könnte natürlich jetzt auch eine schlechte Idee sein, was ich hier tue. Das leckt's ein bisschen. Das sind, glaube ich, beides keine. Ich bin außer Soll ich den Reichweite. mal einfach abspannen? Oh. Vielleicht war das keine gute Idee, die ganzen Rares hier zusammenzuziehen. Oh, kacke, ich habe beide gespottet. Oh, weia. Rare Party. Jetzt brauchen wir hier hoffentlich ein paar Spieler, die damit draufhauen. Es wäre cool, wenn mich einer von denen heilen könnte. Oh shit, die gehen aber gar nicht runter, ne? Also. Oder eher schlecht runter, sagen wir es mal so. Ich muss näher ran. Da oben war ja noch einer, aber der sah so aus, ob er eher stationär ist. Oh, jetzt bin ich wieder betäubt und krieg auch noch eine Nova in den Hintern geschossen. Der Mob kriegt halt immer mehr Life, ne? Umso mehr draufhauen. Und ich dachte mir aber, ich ziehe sie jetzt mal zusammen und cleave sie einfach mal. Shit. Mich haut da irgend so ein Dings hier auch noch. Aber zumindest kriege ich meine Elementarquest hier fertig, ne? Hier cleavst du nebenbei noch ein paar Elementare down. Aber soweit ich sehen kann, droppen die beiden keine Mounts. Aber hier, vielleicht droppen sie ja Epics. Also, das eine mit 340 ist schon krass. Ist jetzt halt die Frage, ob das auch krass hochrollen kann, ne? Oder ob das irgendwo gecapped ist. Das weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht kriege ich ja noch ein Epic gedroppt und wir können mal gucken, ob es hochrollen kann, ne? Das wird man dann sehen. Aber meine Vermutung bestätigt sich hier auf jeden Fall. Die Mobs sind alle, also die Gegner sind alle Dings hier. Oh, Kacke, jetzt greift die mich an. Ich bin außer Wird halt Reichweite. sowas von sterben. Ich kann aber in der Zeit nichts machen. Soll ich machen? Shadow melten? Ich kann Shadow. Nee, aber dann resettet der Mob noch. Das machen wir jetzt nicht. Ich will die. Weißt du, dass wir jetzt einfach mal reintaunten, wäre halt clever. Ich muss näher ran. Weißt du, kann ich hier wieder fast alleine spielen, das Ganze. Ich brauche ein Ziel. So, der hat schon mal nichts gebracht, hat nur 5 Milliarden live und dauert 5 Jahre. Ich hab's leider. Warte, kann ich den Massentanglementen? Nee, kann ich nicht. Ich tu mich jetzt einfach so gegenheilen. Keine Angst, wird schon funktionieren. Massive Stampen. Stunt mich das? Oh ja, jetzt bin ich in Normalgestalt gestunt.
Wunderbar, ich heile mich jetzt einfach nur noch gegen, bis ich voll bin. So, easy. Easy peasy. Da haben wir einen Haufen Lootflacken. Das ist zu weit entfernt. Okay, ein Haufen Crap ist da drin. Und was droppst du mir Schönes? Wer hätte es gedacht? Noch mehr Azerit. Ja gut, das war ziemlich gewastet. Jetzt schauen wir mal, was hier drüben noch ist. Sollen wir den einfach mal angreifen? Ach komm, wir schauen uns jetzt mal die Rares an. Für das sind wir ja da, dass wir da einmal das angucken können. Mit den Hordler irritiert mich immer noch. Ich muss nachher, wenn ich mal einen Hordler mal auspacke, quasi dann schauen. Oh, da wird man weggeschubst. Okay, man sollte vielleicht nicht in den Wasserwellen drinstehen. Das erinnert mich so ein bisschen an Eye of Ashara, dass du da auch so einen Wassertypen am Ende. Die komische Ashara-Inni. Ich verstehe immer noch nicht so ganz den Hintergrund zwischen Mobs, die irgendwie quasi 160.000 oder 200.000 knapp Life haben, Rares, und dann Rares, die von sich aus schon 1,6 Millionen haben. Das verstehe ich nicht so ganz, wo da der Sinn ist. Vor allem, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, die Mount-Bosse sind die, die so krass live haben, dann hätte ich das ja verstehen können, weil es halt einen größeren Reward gibt, ne? Aber die Mount-Bosse hatte jetzt einer viel live und zwei hatten wenig live. Und jetzt hat man hier welche, die haben viel live und droppen anscheinend nur Mist. Und dann habe ich einen, der einen Epic droppt, oder wahrscheinlich können alle Epics droppen, aber der hat halt auch wenig live, ne? Also ich sehe da so irgendwie nicht den Zusammenhang, warum jetzt manche mehr und manche weniger haben. Also manche sind anscheinend für größere Gruppen gedacht, ursprünglich zumindest das, was sie in Live haben, und manche anscheinend nicht. Ja. So, was droppst du mir jetzt? Gut, er droppt hier wieder so eine Essenz, okay. Kann ich mir jetzt so ein Wassertyp... Was ich mich frage, wenn ich alle Essenzen von den ganzen Rare Mobs habe, ob ich die dann irgendwie zusammensetzen kann zu einer Super-Essenz. Also der tut mir jetzt auch wieder so einen Typen... Ja gut, und das Ding habe ich hier auch noch im Inventar. So, dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt hier noch rüber. Und ich glaube, ich hatte aber noch einen, hier das hier. Einen von den Dings hatte ich noch offen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich noch einen Rare Mob finde. Wir brauchen ja noch zwei Mount Rare Mobs, fehlen uns ja noch. Und mal schauen, ob wir die noch irgendwo auftoolen können. Also hier ist schon ein kleines Hordenlager, da ist aber nichts drin. Den World Boss haben wir schon gemacht, den brauche ich nicht mehr. Hier unten könnte ich hier war ich auch schon, ne? Ja. Hier haben wir nochmal einen, okay. Wer denn? Ist der irgendwie unter Tage? Ja, der ist unter Tage unterwegs. Aber das scheint doch die Hordenmine zu sein, oder? Warum laufen da jetzt die Hordler runter? Ist das der Rare, oder? Ah, warte mal, hier der hier. Warte mal, ich schaue jetzt mal ganz schnell nach, aber das ist, glaube ich, auch einer. Ja, der droppt auch einen Mount. Dann haben wir jetzt damit Mount Mob Nummer 4 gefunden. Und dann ist nur noch wirklich einer fehlend. Der Krix ist das. Ich vermute jetzt mal, dass die Horde auch noch einen Mount haben wird. Und zwar schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. Arati. Ja, warte, wir können jetzt mal hier das fix rüberziehen. Die Horde hat auch so ein gepanzertes Hochlandmustern. Der droppt halt bloß dann Kürassier all drin. Also okay, Horde hat auch 5 Mounts, so wie die Allianz auch. Und eins habe ich ja Gott sei Dank schon, ne? Also gar nicht schlecht. Ah, schade. Es hätte ja jetzt auch Nummer 2 drin sein können, ne? Es hätte ja auch Nummer 2 drin sein können. So, das war dann quasi der zweite, der vierte Mount Mob, so rum. Und jetzt schauen wir dann einmal noch zum hoffentlich letzten. Mal gucken, ob ich den noch finde. Warte mal, jetzt fliegen wir... Ach, da hinten ist schon nochmal ein Rare Mob. Ich nehme mal alle Rare Mobs. Ach, das, schau mal, das ist das letzte Elementar quasi, das ich jetzt noch nicht habe. Und da drin ist auch nochmal einer Kovork. Okay, warte mal, jetzt schauen wir mal. Bloß Arati, ob das einer von denen ist. Den hier habe ich noch nicht. Nimmer der Töter, den brauche ich quasi noch. Okay. Und den Typen da drin. Jetzt schauen wir mal, ob die Höhle größer ist. Ah ja, die Höhle ist wahrscheinlich größer. Die ist wahrscheinlich größer. Jetzt weiß ich halt nicht, sollen wir... Komm, wir greifen den jetzt mal ein bisschen mit an und hauen da ein bisschen mit drauf.
und schauen mal, warte mal, soll ich den vielleicht tanken? Und dann würde ich sagen, gehe ich dahinter, hau die paar Gegner noch um, rachsüchtige Geister. Und sobald wir das haben, geben wir mal alles ab und schauen, ob wir dann noch Nachquest kriegen. Ich vermute ehrlich gesagt, dass es das damit gewesen ist. Ob das Ganze jetzt Weekly Quests oder Daily Quests sind, weiß ich nicht. Ich vermute aber ganz stark, dass es Weekly Quests sind, weil wenn man jeden Tag eine Kiste kriegen würde, wo man hier Dings bekommt, einen Epic, würde ich fast für zu stark halten, ehrlich gesagt. Gut, es ist nur in Anführungszeichen 340 und Raids sind ja seit heute offen und auch quasi Mythic Plus, ne? Also da ist 340 jetzt nicht mehr der krasse Stuff. Aber dennoch wäre es, glaube ich, ein bisschen stark. Vielleicht kannst du nämlich auch hochrollen, ich nehme es jetzt mal einfach an. Dann wäre es halt schon krass, ne? Wenn du es jeden Tag die 1 quasi holen könntest. Dann wären alle Leute, die jetzt davor krass Mythic Plus 0 gefarmt haben. Oh, Apokalypse, das hört sich jetzt nicht so gut an. Gut, haben wir ihn gekillt. Ich krieg wahrscheinlich wieder so einen Kern, oder? Ja. Haben wir wieder so ein Ding. Objekt ist beschäftigt. Gib mir das Objekt. Das ist meins. Okay, es gibt nichts zu looten. Habe ich das jetzt gekriegt? Nö, ich hab das jetzt nicht gekriegt. Ah, jetzt komm. Gib. Das wäre Diebstahl. Okay, das haben wir eingeheimst. Jetzt sollen wir nochmal gucken, ob da drin der Rare noch da ist. Nee, der ist anscheinend gerade umgeboxt, aber es war, glaube ich, nicht der letzte, den ich gebraucht habe, der Fledermaus-Typ. Jetzt schauen wir dennoch. Oh, super, jetzt haben die mich einmal umgehauen. Ach, hier haben wir ihn. Hier ist er dabei. Weil der hat relativ viel Life. Naja, obwohl, der hat gar nicht viel Life. Naja, komm, cleaven wir hier einmal mit rein. Und ziehen denn die ganzen Mobs hier zusammen? Ach, schau mal, da ist noch einer. Faulbauch haben wir hier auch noch. Die wollten die Rares zusammenziehen quasi. I see. Den Faulbauch. Dann hauen wir beide Rares gleichzeitig um. Und dann hoffe ich mal, dass der letzte Rare mit der Fledermaus in der Horden City drin hockt. Und dass ich den da nebenbei mitnehmen kann quasi. Faulbauch und Kovork. Naja, jetzt gehen sie ja relativ zügig down. Jetzt haben wir hier ein bisschen DD-Support, die mit drauf schießen da oben. Da geht dann was. So. Erster Mob droppt nur Käse. Und der droppt wahrscheinlich auch nur. Oh, nice. Azarit. Das brauche ich unbedingt. So nice. So nice. So, okay. Raus aus dem Laden und weiter in die Hordenfestung. Weiter einmal in die Hordenfestung. Oh, da ist ein Haufen Hordler. Da sind ein Haufen Hordler. Achso, da sehe ich gleich mal, was das an Zeug droppt. Okay. War ein Haufen Stuff. Jetzt taggen wir hier wieder alles. Während wir hier durchlaufen. Tag. 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 Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Einfach erstmal alles taggen. Vor allem, wenn du dir sicher bist, du überlebst es sowieso. Und es hauen eh Leute drauf, ne? Also, so, da haben wir den Rare. Das war jetzt aber nicht der, der das Mount droppen kann. Das weiß ich jetzt schon mal an der Stelle. Mein Addon schlägt nämlich hier nicht aus. Jetzt muss ich dann noch rausfinden, wo der letzte Typ ist. Der letzte Mount-Boss. Und dann können wir die Quest abgeben gehen, sobald wir genug Geister hier getaggt und getötet haben. Weil dann fehlt uns tatsächlich nur noch ein einziger. 16, 17, ja, easy. Ich glaube, wir haben da weitaus genug. 20, so, dann sind wir damit auch fertig. Dann würde ich sagen, ich Shadow melde jetzt einmal. Deswegen ist Druid relativ praktisch und Nachtelf in der Kombination. Okay, die Hordler sind hier relativ groß vertreten. So, wo der letzte Mob ist, den ich jetzt noch brauche. Jetzt muss ich mal gucken, wie er genau heißt. Arati. Das ist der, der die Fledermaus hier hat. Nima der Töter heißt der. Ist es das vielleicht? Nee, das ist er nicht. Das ist nicht der Nima der Töter. Hier ist ein. Oh, das ist ein Bär, der verdammt viel Life hat. Schauen wir mal, ich fliege jetzt. Der hat eh noch relativ viel Life. Jetzt fliege ich bloß mal dahinter und guck mal, ob hier irgendwo
noch am Start ist, aber wahrscheinlich ist er irgendwo bei der Horde, kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist er auch hier im Hammerfall. Ist auf jeden Fall einer, der eine Fledermaus droppt und das sieht irgendwie sehr nach Hordler aus, die Fledermaus. Na gut. Da bringt es jetzt auch nichts, wenn ich großartig drauf hau. Ich fliege jetzt mal da oben die Runde noch und dann gehe ich zu dem hin. Oh, da haben wir noch einen. Hornschnabel. Also du hast hier ziemlich viele Rares, ne? Hier oben haben wir noch mal einen. Ich weiß nicht, ob ich alle Rares umbatschen muss unbedingt. Oh, der ist schon fast tot. Komm, wir hitten jetzt mal da drauf. Nehmen wir den Loot mit. Vielleicht kriege ich ja noch ein Epic Gear. Mal so ein Rare alleine runterklopfen. Also mit der 1,6 Millionen, da bin ich als Tank. Das würde ich zwar hinkriegen, ne? Ich kann mir ja mal wieder heilen und alles Mögliche. Aber es dauert einfach zu lang. Es dauert einfach zu lang. Oh, wir sind gerootet. Aber da können wir ja rausgehen als Ding. Den haben wir schon mal ausgeschalten. Wahrscheinlich gibt es auch Quests, dass du diese verschiedenen Rares killen musst. Kann ich mir vorstellen. Also hier ist schon mal nichts mehr. Jetzt fliegen wir da nochmal runter, taggen die mal. Und dann würde ich sagen, dann können wir dann die Quest abgeben, danach da unten mal schauen, ob da noch irgendwas Interessantes ist, ob wir da was brauchen. Okay, der ist noch komplett voll, der ist noch unangegriffen. Und hier hinten hatten wir ja den einen. Wo die gegen den Bären hier. Oh, schau mal, jetzt so langsam kriegen sie ihn runter, den Bären. Dann helfe ich denen doch mal. Und dann fliege ich nochmal hoch zur Eule. Vielleicht können wir dann die Eule noch mitbatschen. Geben wir die Quests ab und dann werden wir mal gucken, ob wir den letzten Mount-Boss nur ausfindig machen können. Dann muss ich mal gucken, ob ich das Ganze dann hier, die Erkenntnisse, die ich jetzt gewonnen habe, in dem. Oh, nice. Das ist nice. Das ist nice. Das ist sehr nice. Okay. Zornschnabel. Ich muss näher ran. Das ist doch sehr, sehr nice. Okay. Na, schau, ich hab's genau richtig gemacht. Sonst hätte ich jetzt die Rares verpasst. Also, du kriegst anscheinend, hast von jedem Rare, so wie es scheint, eine Chance, Gear zu kriegen. Bis jetzt habe ich alles auf 3,40. Also, für den Char ist das senseless, ne? Weil hier, der hat schon ehrlich gesagt bessere Sachen. Wenn dann 3,55 oder hier mit Sockel und so ein Zeug. Vielleicht ist das ein oder andere tatsächlich besser. Also für den Non-Rage-Char ist das dann sicher eine schöne Sache. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch hochrollen kann. Ob es dann auf Max rollen kann, keine Ahnung. Aber ich denke mal, für den einen oder anderen lohnt sich das sicher, die Typen hier einmal abzuklappern. Naja. Zwei Epics gekriegt und ein Mount. Gar nicht so schlecht. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal Quest ab. Da haben wir jetzt die Kiste drin. Ach, habe ich direkt ein Item gekriegt? Natürlich super, wieder ein Umhang, der bringt mir natürlich gar nichts. Schade. Ressourcen habe ich jetzt gekriegt. Artefakt macht. Nochmal Ressourcen. Nochmal Ressourcen. Nochmal Ressourcen. Okay, also es gab jetzt ewig viele Ressourcen. Und es gab, ja, ein Gear-Item und Artefakt-Power. So, sonst ist hier in dem Bums nichts mehr drin, oder? Also sprich, um das jetzt vielleicht mal die Erkenntnisse, die ich bis jetzt gewonnen habe, zusammenzufassen. Du gehst hierher, hast eine kleine Quest, schaust dich ein bisschen um. Okay, gut, das war easy. Und das nächste, was du halt machst, ist den World Boss unboxen und quasi einmal hier so ein bisschen Rambazamba machen, ein bisschen questen und die Rares klatschen. So, ich würde sagen, ich schaue jetzt mal, ob ich den letzten Rare finde, den letzten Mount Rare Boss. Und gucke, ob ich da noch einen Mount einheimsen kann. Aber ich nehme mal an, dass ich eh schon verdammt lucky war. Weil ich ja eh, ja, hier schon einen Mount rausgezogen habe und ich vermute mal, sie sind wie immer 1% rum. Hier scheint einfach nichts zu sein. Aber cool, das haben sie sogar auch neu gemacht, ne? Der Hafen sieht cooler aus, das Schiff haben sie, glaube ich, auch ein bisschen geupdatet. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Ist echt, also, was sie hier gemacht haben, muss ich sagen, Blizzard Chapeau. Ich muss jetzt noch schauen, wie die Warfronten an sich sich spielen. Aber vom Aussehen ist es hier schon sehr, 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 sehr schön gemacht. Ich vermute, dass das Ding da hinten drin hockt, weil sonst war ich eigentlich schon fast überall. Hier war ich auch schon. Ich muss sagen, die Farben sind viel satter jetzt auch, ne? So vom Gebiet.
Aber ich war schon auch lange nicht mehr hier. Ich war schon lange nicht mehr im Marathi-Hochland. Also das schon ewig nicht mehr, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das letzte Mal habe ich Marathi-Hochland irgendwann Burning Crusade gequestet, ne? Classic Burning Crusade und danach, weiß ich gar nicht, vielleicht noch ein Wattle, ja, dass du dann, wenn du den Char auch gespielt hast, dass du dann hier gequestet hast. Okay, die Spinne habe ich schon. Da hinten war ich auch. Es kann jetzt eigentlich bloß noch hier hinten in dem Dingslager sein. Sonst wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wo das noch sein könnte. Hammerfall. Das ist noch so ein richtiges Hornlager, oder? Ja, hier sind noch Hornwachen, 120er. Da sind richtige Hordenwachen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas. Aber hier ist kein Rare, ne? Also einer fehlt mir definitiv noch. Jetzt schauen wir mal, vielleicht finde ich es einfach raus, wenn ich es bei WoW Head eingebe, wo der Nima der Töter ist. Vielleicht kriegen wir das dann raus. Weil hier war ich nämlich schon überall. Nima der Töter. Er ist aber anscheinend ein Quest-NPC. Subzone. After each Warfront, a faction control. Drop this mount. Okay, aber wo ist er denn jetzt? Ah, der ist auf den Koordinaten. Okay, ich habe jetzt schon mal. Ich habe einmal Koordinaten. Ah, da hinten ist er. Schau mal, hier soll er sein. Naja, gut, dass es WoW Head gibt, dann kann man einmal die Koordinaten raussuchen. Hier hinten haben wir ihn. Ja gut, ich war hier, ne? Und bin dann wieder hier hingeflogen und jetzt hier. Also das kleine Zipfelchen hat sich anscheinend ausgelassen. Dann würde ich sagen, nehmen wir den noch mit. Denkt ihr, hier unten haben die was gemacht? Ich glaub's nicht, nee. Das glaube ich nicht. Jetzt hauen wir den noch um und dann habe ich anscheinend alles gemacht, was man hier machen kann. Und ja, dann sind wir einmal durch. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video ist, wahrscheinlich ewig lang. Ah, schau mal, da oben haben wir ihn. Da oben haben wir ihn. Oh, der hat wenig Life, nein. Also, im Gegensatz zu den anderen Rares. Hat der Hunter jetzt gewartet, bis ich hier drauf haue? Also, das ist halt ein Low-Dings-Mob, ne? Also, den hätte er auch alleine kriegen können. Jetzt kommen sie alle an. Also, die Rare-Mobs waren ja hier jetzt alle nicht so, dass ihr so krass reingehauen habt. Ihr habt gesehen, die zwei krassen habe ich vorhin zusammengezogen. Und selbst das ging, ne? Dass ich weglaufen konnte, mich wieder selber hochheilen. Selbst der World-Boss habe ich ja ziemlich lang ohne Heile überlebt, ne? Also, selbst das hat ja funktioniert. So, einmal Daumen drücken. Ach, dammit, ich dachte, das Mount ist drin. Wieder ein Gear-Teil. Aber Gear kriegst du halt echt re relativ gut, ne? Gear kriegst du relativ gut. Okay, dann würde ich sagen, wären wir eigentlich durch mit. Ich tue jetzt einfach mal nochmal gucken, ob da irgendwas, vielleicht hier so ein Secret oder irgendwas ist. Ich glaub's aber ehrlich gesagt nicht, dass sie da hinten was hingebastelt haben. Es ist aber zumindest mit auf der Map drauf. Und wir können einfach mal hingucken. Und sonst haben wir es aber, glaube ich, soweit. Hab jetzt quasi, dadurch, dass ich will jetzt nicht sagen, ich habe alle Rares getötet, aber ich habe wahrscheinlich die meisten Rares umgeboxt. Nee, das sieht hier. Aber schau mal, das sieht aus wie das alte. Wie die alte Zone, ne? Auch so ein bisschen Sumpfland. Seht ihr das? Der Boden sieht anders aus. Gut, das sieht auch mehr aus wie Sumpfland. Okay, und das sind definitiv alte Models. Also da haben sie nichts gemacht. Das können wir schon mal sicher sagen. Wenn wir uns jetzt hier den Boden angucken und quasi den Boden, der da drüben ist, der neue, man sieht hier alleine schon, dass der viel mehr Texturen hat. Seht ihr das? Das ist wirklich Gras, das rauskommt, ne? Das ist halt nicht nur eine ganz platte Textur, sondern hier hast du ein bisschen mehr Oberfläche quasi. Macht es auch schöner und auch der Wald. Das hat natürlich, du merkst halt, die Zone wurde auch im Kataklysmus nicht angetastet und es war halt einfach der Classic-Stuff. Nicht, dass das schlecht war, aber es ist halt langsam outgedatet und hier siehst du halt, es hat halt viel mehr Volumen, ne? Also hier kommen richtig die Gräser raus und es macht natürlich viel mehr her, finde ich zumindest. Und die Bäume, die sie jetzt hier eingebast haben, passen ganz gut rein. Also das haben sie schick gemacht. So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Zusammenzufassen, einen Mount haben wir gekriegt. Achso, vielleicht soll ich mal aufmounten, ne? Das wäre doch mal noch Arati. Hier auf unseren Albino Raptor mounten wir mal auf. Habt ihr alle Mount-Bosse gesehen an der Stelle? Und ja. Oh, was ist jetzt los? Warum bin ich abgemountet? So, jetzt aber hier. Da haben wir ihn, den Albino Raptor. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen. Und ja,
Dann würde ich mir sagen, wir gucken uns als nächstes die Hordenseite an und da könnt ihr auch gerne reinschalten, wenn ihr da Bock drauf habt.